Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Fakt ist aus Dresden. Wenn ein Mensch seinem Leben ein Ende setzt, dann berichten wir Journalisten eigentlich nicht darüber. Und das hat auch einen guten Grund. Der ist ganz einfach. Niemand soll zum Nachahmen angeregt werden. Psychologen nennen das den Werther-Effekt und die warnen davor. Allerdings hat dieses Nicht-Darüber-Reden die Folge, dass Suizid inzwischen ein Tabuthema ist. Bei uns in den Medien, aber auch in der Gesellschaft. Und so schweigen wir auch darüber, dass sich jedes Jahr etwa 10.000 Menschen in Deutschland das Leben nehmen. Dass die Suizidzahlen wieder steigen und dass Angehörige zurückbleiben, die sich ganz oft fragen, was hätte ich anders machen sollen? Wir wollen heute darüber reden, über Suizid. Mit Experten, die dazu forschen oder auch für eine bessere Prävention kämpfen, aber auch mit zwei Müttern, die ihre Kinder verloren haben. Und mit einem Mann, der, tja, wie sagt man das, der es selbst versucht hat. Major Dieringer, schönen guten Abend. Guten Abend. Das ist jetzt 10 Jahre her, 2014 war das. Was hat Sie in die Situation gebracht, zu sagen, Suizid, das ist der einzige Ausweg? Die Fragestellung kann ich so nicht stehen lassen, weil es war für mich kein Ausweg. Tatsächlich war ich schon seit 2,5 Jahren in Behandlung. Ich hatte 6 Monate lang stationäre Klinik hinter mir und es ging mir eigentlich gut. Ich war in einer privaten und beruflichen, erneuerten, schwierigen Situation. Aber trotzdem, insgesamt ging es mir eigentlich relativ ordentlich. Und dann habe ich an diesem 28. Dezember morgens um 9 einfach eine blöde SMS bekommen, die mich komplett aus der Bahn geworfen hat. Und mein Hirn hat eine Entscheidung getroffen gegen meinen freien Willen. Ich bezeichne das auch als der Tod als Puppenspiel, weil ich tatsächlich von einer Macht gesteuert worden bin, die einfach einen Weg gegangen ist, den ich definitiv nicht mittragen wollte. Das hört sich so nach einer spontanen Entscheidung an. Das sind, glaube ich, auch die meisten Suizide sind sehr spontan. Es gibt immer ein Triggerereignis und bei mir war es eben diese SMS. Wir sehen, Sie sitzen hier. Es ist also, Ihre Pläne sind nicht aufgegangen. Sie sind gerettet worden. Wie? Mein Lebenspartner war 120 Kilometer entfernt auf der Autobahn und hatte plötzlich ein ungutes Gefühl. Ja, und als er mich dann nicht erreichen konnte, hat er umgedreht, ist nach Hause gerast und hat mich buchstäblich im letzten Atemzug gefunden. Dann wurde der Notarzt geholt, ich wurde reanimiert und wachte etliche Stunden später auf der Intensivstation wieder auf. Ich sagte gerade, Sie sind gerettet worden. Haben Sie das damals als Rettung erlebt, als Rettung empfunden? Ja, ich war furchtbar erschrocken, als ich auf der Intensivstation ans Bett gefesselt, verkabelt, aufgewacht bin. War das, glaube ich, der größte Schock in meinem ganzen Leben. Deshalb, ich bin unfassbar dankbar gewesen in diesem Moment und auch heute natürlich. Mhm. Der Mann, der Ihnen das Leben gerettet hat, Ihr Lebenspartner, der hat Sie dann ein zweites Mal mit dem Thema Suizid konfrontiert, auf sehr schreckliche Weise. Wir werden im Verlauf der Sendung noch darüber sprechen. Was mich aber bei Ihnen hier jetzt noch interessiert, wie haben Sie die Hilfsangebote damals wahrgenommen? Haben Sie die überhaupt wahrgenommen? Haben Sie die als hilfreich wahrgenommen? Also dazu muss ich sagen, oder muss ich ein bisschen vorweg was nehmen. Als ich das erste Mal Suizidgedanken hatte, und zwar so schlimme, dass ich wirklich wusste, dass ich diesen Tag nicht überleben werde, da hatte ich gar keine Kraft oder auch gar keine Zeit, um mich im Internet umzuschauen, was ich denn jetzt tun könnte. Ich war extrem schockiert und ich war in einem Zustand, das kann man sich fast nicht vorstellen. Ich habe eigentlich nur geschrien und geweint und über Stunden hinweg und bin dann zum Hausarzt mit dem Wunsch, mich in die geschlossene psychiatrische Klinik zu bringen, weil mir das der einzige Ausweg erschien, dass da irgendjemand auf mich aufpasst.
Das setzte sozusagen eine therapeutische Kettenreaktion in Gang, über die ich heute sehr dankbar bin, weil ich dann nach 4 Wochen diagnostiziert wurde, dann in die Psychosomatik 1 kam, dann in die 2, dann warten musste, bis ein Platz frei ist. Aber im Prinzip fast 6 Monate dauerhaft Therapie hatte und mehr Therapie bekommen habe, als ich in 7 Jahren es geschafft hätte, wenn ich jede Woche nur 45 Minuten hätte. Und beim zweiten Mal war es eher so, als ich aus der Klinik wieder rauskam, dann musste ich mir einen neuen Therapeuten suchen und ich habe 95 E-Mails geschrieben, 93 haben geschwiegen. Und ein Therapeut, der seine Praxis neu aufgemacht hat, hat mich zurückgerufen und hat gesagt, er hat einen Platz. Und darüber werden wir heute Abend auch sprechen. Bisher aber erstmal vielen Dank. Ich begrüße Ute Lewitzka, Ärztin am Uniklinikum hier in Dresden. Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit diesem Thema Suizid, sind auch Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention. Ich sagte es vorhin gerade, 10.000 Fälle pro Jahr in Deutschland. Die Zahl kann man doch nicht hinnehmen. Auf keinen Fall. Noch dazu kommen ja etwa schätzungsweise 10 bis 20 mal mehr Suizidversuche, die wir gar nicht offiziell irgendwo erfassen und die auch unsägliches Leid hinterlassen können, ne, wenn es schwere Suizidversuche sind. Das heißt, das kann man so nicht hinnehmen. Und ich finde auch, wenn wir uns Prävention anschauen, wir haben etwa 2.500 bis 3.000 Verkehrstote im Jahr in Deutschland, was auch furchtbar ist. Und wie viel wird dafür getan und wie viel wird für die Suizidprävention getan? Es wird in Deutschland etwas getan, aber angesichts der Zahl der Toten muss das mehr sein. Mhm. Wie schwierig, wir haben es jetzt hier gerade von Herrn Dieringer gehört, wie schwierig ist es für Menschen, die Suizidgedanken haben, tatsächlich einen Spezialisten, eine Spezialistin wie Sie zu finden und einen Termin zu kriegen? Das ist schwierig, wenngleich es gar nicht immer den Spezialisten sofort braucht, sondern es besteht eine Reihe von Angeboten. Wir nennen die niedrigschwellige Angebote. Das fängt bei der Telefonseelsorge an oder bei U25 für die Jugendlichen. Und da ist meine Erfahrung, dass noch gar nicht oder dass nicht alle Menschen gut genug darüber Bescheid wissen, welche Hilfsangebote es gibt. Und dann ist es für die Betroffenen oft schwer, genau wie Herr Dieringer gesagt hat, diese erste Hürde zu gehen, weil oft in dem Moment keine Kraft da ist. Und da können wir wieder ansetzen mit der Prävention, nämlich das Umfeld zu stärken, dahin zu schauen, zu sehen, das anzusprechen und dann zu sagen, ich bin bei dir und ich helfe dir, in das System zu kommen. Mhm. Lars Rover ist bei uns, Bundestagsabgeordneter, einer von fast 700, die im vergangenen Jahr für eine Stärkung der Suizidprävention gestimmt haben. Ich glaube, es gab eine Gegenstimme, 4 Enthaltungen. Und sonst alle, die anwesend waren, haben damals dafür gestimmt, also für eine Stärkung der Suizidprävention. Machen Sie es bitte konkret. Was muss sich ändern? Wir müssen nach dem Antrag, den wir da beschlossen haben, ein Gesetz in Deutschland beschließen, um die Suizidprävention zu stärken. Was heißt das? Wir müssen in alle Bereiche, die wir in Deutschland im Gesundheitswesen haben, aber auch im Ehrenamt, in ganz, ganz vielen Bereichen, ich könnte das jetzt endlos ausführen, ich mache es einfach kurz, müssen wir ein sogenanntes Artikelgesetz beschließen, damit wir diese Suizidprävention nach vorne bringen. Alles, was wir heute Abend hier wahrscheinlich bei Ihnen diskutieren werden, hängt im Moment an den Ehrenamtlichen und an den Psychotherapeuten und Psychiatern, die ihren Dienst jeden Tag tun. Wir haben viel zu wenig Forschung in diesem Bereich im Moment. Wir haben es gerade gehört, es kann nicht erklärt werden, wie das dazu kam. All diese Themen haben wir in diesem Antrag niedergelegt. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass so eine große Mehrheit, man könnte fast sagen einstimmig, bis auf die 4, die eben anders sich entschieden haben, dass wir fast einstimmig im Parlament diesen Antrag beschlossen haben, weil wir dokumentieren, wir wollen ein Gesetz beschließen, wir brauchen Suizidprävention in diesem Land. Mhm. Nun wollen wir es beschließen, es ist noch nicht beschlossen. Richtig. Sagen Sie was zum Zeitplan. Der Zeitplan ist so, dass wir das Bundesministerium für Gesundheit gebeten haben, uns eine Strategie bis Ende Januar diesen Jahres vorzulegen. Jetzt sind wir heute am 5. Februar. Die Strategie ist. Wir haben vergangene Woche nachgefragt, da ist noch keine, da liegt noch keine vor. Richtig, die ist noch nicht da. Das macht uns unruhig, weshalb wir Abgeordneten jetzt auch einen Parlamentskreis gegründet haben. Der nennt sich Parlamentskreis Suizidprävention, um näher an dem Thema dran zu bleiben. Da sind Kollegen
auch aus den Ampelfraktionen genauso dabei wie auch aus den Gruppen der Linken, wir eben aus der CDU-CSU. Wir wollen mit dem Bundesministerium für Gesundheit da jetzt diskutieren. Und der zweite Schritt ist dann dieses Gesetz. Dieses soll bis Juni diesen Jahres vorgelegt werden. Das ist ein kompliziertes Gesetz, das muss man unumwunden dazu sagen, weil es in verschiedene andere Gesetze eingreift. Aber dieses Jahr muss das Jahr der Suizidprävention werden. Andreas Lobhütepohl ist bei uns Theologe, katholischer Theologe, Mitglied des Deutschen Ethikrates und Sachverständiger bei diesem Thema im Deutschen Bundestag. Und Sie haben mich überrascht. Sie haben nämlich damals gesagt, Suizidprävention dient nicht dazu, Suizide zu verhindern. Da habe ich gedacht, na wozu denn dann? Naja, also Suizidprävention dient nicht dazu, im letzten die ganz wenige Zahl von frei verantwortlichen ernsthaften Suizidenten abzuhalten. Das gebietet der Respekt vor der Letztentscheidung eines Menschen, der sich nach langer Zeit reiflich darüber Gedanken gemacht hat, jetzt sich selber aus dem Leben zu nehmen. Das ist aber eine ganz, ganz kleine Zahl, über die wir in den letzten Jahren seit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil von 2020 sehr diskutieren, sehr fokussiert diskutieren. Die große andere Zahl, die müssen wir natürlich im Blick haben. Wir gehen davon aus, dass etwa 95% aller Suizidversuche nicht frei verantwortlich, nicht ernsthaft sind. Und die gilt es natürlich zu präventieren, aber nicht im letzten Augenblick, sondern sehr frühzeitig. Eine so hohe Zahl legen Sie an. Naja, das Bundesverfassungsgericht selber hat in seiner Urteilsbegründung darauf hingewiesen, dass die Zahl der tatsächlich frei verantwortlich ernsthaften Suizidenten in etwa auf etwa 5 bis maximal 10% zu beziffern sind. Alle anderen Suizidversuche oder Suizidantinnen und Suizidanten sind nicht frei verantwortlich und ernsthaft. Und da gebietet es natürlich, sie gar nicht erst in die Lebenslage hineinzukommen, hineinkommen zu lassen, dass sie sich selbst aus dem Leben nehmen wollen. Wir haben ja völlig unterschiedliche Fallkonstellationen. Das deutete sich ja eben schon an, wo suizidales Begehren auftaucht. Und es fällt ja nicht einfach nur vom Himmel, sondern es baut sich auf. Und Suizidprävention sozusagen muss sehr frühzeitig ansetzen. Das heißt, gar nicht die Situation entstehen lassen, in der dann ein Mensch meint, sich frei verantwortlich aus dem Leben zu nehmen. Aber das ist nur ein kleiner Teil, derer, um die es da überhaupt geht. Dann haben wir trotzdem gerade von Herrn Dieringer gehört, auf der Suche nach Hilfe sind Sie von Therapeut zu Therapeut gelaufen, haben sich da durchgeklingelt, Mails geschrieben und sind nicht, haben niemand gefunden. Man kann ja nicht allen Ernstes sagen, wenn so ein Gedanke auftaucht, na ja, dann reden wir mal in 3 Wochen oder 3 Monaten rüber. Dann braucht man schon konkret Schnellhilfe, oder? Das ist das Problem. In dem Moment, wo der Suizidgedanke so massiv wird, dass man sich fast nicht mehr zu helfen weiß, dann geht es um Minuten und nicht mehr um Wochen. Und ganz ehrlich, in meiner damaligen Verfassung hätte ich diesen Tag nicht mehr überlebt. Und wenn der Arzt mich nach Hause geschickt hätte mit einer Überweisung und sagt, so, hier, telefonier mal mit irgendjemandem, das wäre nicht gegangen. Deshalb ist auch sehr oft mein Rat an Menschen, die an so einen Punkt kommen, direkt in die Klinik zu gehen, es gibt immer auch solche psychiatrischen Notdienste. Und wenn ich heulend und schreiend vor der Klinik stehe und sage, heute Nacht werde ich nicht überleben, dann müssen die einen, glaube ich, auch aufnehmen. Ja. Dann kriegt man vielleicht ein Bett im Flur, aber man ist zumindest erstmal irgendwie aufgehoben. Mhm. Aber es ist ein sehr unpopulärer Schritt. Und glauben Sie mir, der Gang in die geschlossene Psychiatrie, das ist nichts, was man haben möchte. Mhm. Sie hatten vorhin gerade gesagt, wir brauchen niedrigschwellige Angebote und so. Darüber müssen wir sicher reden. Aber ich möchte ganz gern wissen, brauchen wir auch mehr Psychologen, mehr Psychotherapeuten? Und kriegen wir die auch? Oder kriegen wir nur ein Gesetz? Also wir müssen mehr Personal bekommen dafür und das wird natürlich ein langer Weg sein, auch diese alle auszubilden, weil die sind nicht von heute auf morgen da. Aber wissen Sie, Herr Ruck, ich finde ganz wichtig auch,
zu wertschätzen diejenigen, die jetzt ehrenamtlich sich darum kümmern. Wir haben kein einheitliches Telefon in Deutschland. Es gibt einige Länder, die jetzt schon angefangen haben. Die Dinge müssen wir zusammenschalten. Das sollte auf einer einheitlichen Telefonnummer laufen. Das muss aber auch unterstützt werden mit hauptamtlichem Personal. Das können wir nicht nur auf den Schultern von Ehrenamtlichen lassen. Und ich habe ein Projekt, das will ich auch ganz offen hier ansprechen, kennengelernt. Das nennt sich U25. Da beraten junge Leute anonym andere anonyme Fälle. Das ist so eine wunderbare Beispiel, also ein wunderbares Beispiel für junge Leute, die sich engagieren in unserer Gesellschaft und anderen jungen Leuten in der Peer Group etwas erzählen. Diese Mittel dürfen wir überhaupt nicht kürzen. Die braucht es in diesem Land. Und das würde ich mir alles wünschen. Daraus werden wir auch Menschen finden, die die Arbeit dann hauptamtlich weiterführen. Ich wollte gerade sagen, Sie haben gerade aber auch gesagt, man kann es nicht alles den Ehrenamtlichen überhelfen. Also deswegen will ich noch mal fragen, nach diesen das nennt man, glaube ich, im Fachjargon Kassensitze, also dass da Therapeuten da sind. Wir haben mal, also die Psychotherapie ist ja im Moment eine Leistung der Krankenkasse und die größte Krankenkasse hierzulande ist die AOK Plus. Und wir haben da mal gefragt und da haben wir die Antwort gekriegt, die Anzahl der in Sachsen ambulant tätigen Psychotherapeuten hat sich in den vergangenen Jahren stets erhöht. Aktuell besteht in Sachsen statistisch betrachtet eine optimale Versorgung durch Psychotherapeuten. Was sagen Sie dazu, Frau Lewitzka? Nein, das tut es nicht. Ja, es gibt, die Anzahl ist gewachsen, aber wenn man sich anschaut, wie auch die Zahl der psychischen Belastung und der psychischen Erkrankung gewachsen ist, dann matcht das trotzdem nicht. Also jeden Tag berichten uns Patienten, dass sie keinen Platz finden oder wie lange sie warten müssen oder dass sie wirklich auch abgelehnt werden von Praxen. Das betrifft sowohl die Psychiater, die Ärzte als auch die Psychotherapeuten. Das heißt, da ist ja irgendwo etwas nicht ausgeglichen. Deswegen denke ich schon, dass wir auch hier mehr Personal brauchen. Aber nochmal, nicht jeder Mensch, der in einer suizidalen Krise ist, braucht sofort eine Psychotherapie. Punkt eins. Punkt zwei. Vielleicht ist es für die psychotherapeutische Versorgung gut, dass man auch mal guckt, gibt es Alternativen im Sinne von Gruppen, mehr Gruppenangeboten, die sehr, sehr effektiv sind und vielen Menschen wirklich auch Gutes tun. Also da so ein bisschen flexibler zu werden. Aber grundsätzlich diese eher politische Entscheidung, wir brauchen mehr Kassensitze, auch für die Psychotherapeuten, die muss natürlich auch da sein. Und da werden sich die Krankenkassen aber bedanken und sagen, da ist kein Geld da. Ja, das tun sie uns in der Politik auch so berichten. Ich sage aber, wenn wir die Fälle jetzt sehen, die überall passieren, ich habe ja in meinem Bekanntenkreis zwei Söhne, wenn die erzählen, was da los ist, also offensichtlich fällt mehr an. Und da hilft mir es überhaupt nicht, mit der Statistik zu kommen und zu sagen, wir haben ein gutes Angebot. Wenn ich dann gleichzeitig höre, dass jemand in einer Ambulanz sagen muss, ich habe diese akuten Suizidgedanken, nur dann trifft er einen Therapeuten, nur dann kommt er, ansonsten bekommt er einen Termin in 3 Wochen. Das kann nicht das Angebot sein, was uns hier rettet. Und deswegen halte ich das für sehr, sehr richtig, was Frau Lewitzka sagt. Wir brauchen mehr Personal in diesem Bereich. Mir reicht das aber jetzt noch nicht, Herr Rober. 2022 gab es schon den ersten Antrag im Deutschen Bundestag zur Stärkung Suizidprävention. Wir haben die Sachverständigenanhörung gehabt. Wir haben die Abstimmung im vergangenen Jahr gehabt. Jetzt haben wir 2024. Und Sie haben es gerade gesagt, na ja, eigentlich sollte bis Januar mal was vorgelegt werden. Ist jetzt nicht da. Also warten wir da, also mein Gefühl ist, wir warten schon wieder viel zu lange und nichts passiert. Und der Druck ist ja offenbar doch sehr, sehr groß, der Leidensdruck. Genau, der Druck ist da und wir warten nicht, sondern wir müssen jetzt in das Handeln kommen. Und wenn ich sage, wir müssen in das Handeln kommen, dann ist ja genau dieser Antrag, dieser Suizidpräventionsantrag genau der Grund gewesen, weshalb wir, glaube ich, im Parlament diese große, große Zustimmung bekommen haben. Und der Druck muss jetzt auch auf das Ministerium kommen. Jetzt sage ich etwas, was vielleicht im Fernsehen etwas gefährlich ist. Wir als Abgeordnete können das Gesetz schreiben, aber so ein Artikelgesetz, von dem ich vorhin gesprochen habe, das ist sehr kompliziert. Das wird nicht einer alleine machen. Da brauchen wir eben die Unterstützung der Fachleute aus dem Ministerium. Und das Zweite ist ja, da sind wir auch dabei, wir müssen auch in die Forschung kommen. Also ich darf ja nicht nur daran denken, dass ich die Plätze akut brauche, sondern ich muss auch erfahren, mehr darüber erfahren, warum das passiert. Da
sind Sie mit Ihren Kollegen überall unterwegs und forschen. Aber ich muss gleichzeitig auch in die Frage hineinkommen, dass ich dann die Ausbildung habe. Ich muss die Ausbildungsplätze haben. Ich brauche dann das Geld im System. Also wir haben hier wirklich riesengroßen Druck auf dem Kessel. In dem Antrag steht auch drin, beispielsweise, dass man Orte, von denen man weiß, dass Menschen mit Suizidgedanken sie aufsuchen, dass man die möglichst absichern müsste. Heißt Brücken, Hochhäuser, sage ich jetzt einfach mal. Warum macht man das nicht einfach? Also wozu braucht man einen Bundestagsbeschluss, auch um eine bundeseinheitliche Telefonnummer zu machen? Braucht man da wirklich einen Bundestagsbeschluss? Warum machen wir es nicht einfach? Was ist so kompliziert daran? Tatsächlich ist es kompliziert, dass die Leute nicht glauben, dass das Suizide verhindern kann. Das begegnet uns immer wieder. Und da ist der Freistaat Sachsen wirklich Vorreiter. Wir haben hier eine Hotspot-Datenbank etabliert und sind gerade dabei. Und wir fangen genau damit an. Weil wenn ich, und das habe ich so oft erlebt, wenn wir sagen, ja, wir müssen diese Brücke sichern lassen, dann kommt in der Regel die Antwort, na, dann springt er von der nächsten. Und das ist nicht der Fall. Die wenigsten Menschen nehmen sich sozusagen mit einer anderen Methode und einer anderen Brücke des Lebens. Das wäre jetzt aber auch meine Frage gewesen. Ist es in der Tat nicht so, dass man dann, wenn man einen starken Gedanken hat, sich das Leben zu nehmen, dass man dann ausweichen würde? Nein. In der Regel nicht. Nein. Nein. Es kann auch sein, dass man da hinkommt und dann klappt es nicht und dann ist das ein Stopper. Das ist auch genau das, was man sozusagen in der Akut-Suizidprävention macht. Wenn Menschen die Möglichkeit haben, in diesem Moment mit jemandem zu sprechen oder es kommt jemand auf sie zu, dann holt er sie aus dieser Situation heraus und dann ist dieses Thema zumindest mal für die nächsten 24 Stunden unter Umständen vom Tisch. Ja, und wenn dann sozusagen zusätzliche Hilfe greift, therapeutische Hilfe und anderweitige Hilfe, dann kann es auch wieder gut weitergehen. Aber tatsächlich sind diese ganzen Hotspots, die es in ganz Deutschland gibt und wo jeder weiß, da gibt es die und die und die Brücke, aber da sagt man nichts mehr, aber ich habe oft... In der Tat, als Medien, wir berichten in der Tat nicht darüber. Genau. Wir schauen sehr genau hin, könnte das so ein Fall sein, dann wird nicht darüber berichtet. Genau, aber wenn man die Anwohner da fragt, die erzählen einem schreckliche Dinge. Und wenn das zugemacht werden würde, dann wäre das wirklich ein Stopper. Keiner fährt 50 Kilometer weiter zur nächsten Brücke. Sagen Sie bitte noch mal kurz was zu dieser Hotspot-Karte. Das haben Sie? Also keine Karte, das wird keine öffentliche Karte sein. Aber was wir gerade machen, ist ein Forschungsprojekt am Felber-Institut, wo wir mit verschiedenen Datenquellen, das ist nämlich gar nicht so einfach, weil eine Datenquelle hat nie alle verfügbar, also alle wichtigen Daten dafür, erfassen, wo in Sachsen sogenannte Hotspots sind. Und was wir gleichzeitig machen mit zwei Rettungsleitstellen in Sachsen jetzt zusammen, dass wir alle Einsätze, die mit dem Schlagwort Suizid, Suizidversuch, Suizidandrohung laufen, zeitnah abgreifen und dann genau schauen können, in welchen Arealen Suizidalität jetzt sozusagen stärker hervortritt. Das können Suizide sein, das wäre dann ein Hotspot, also im öffentlichen Raum eingeschehen. Oder das können Suizidversuche sein, zum Beispiel in sozialen Brennpunktarealen, wo man sagt, okay, hier kann die Prävention verändert werden und da kann das Schlimmste verhindert werden. Jetzt hatten Sie vorhin gerade gesagt, ja, in Sachsen, da passiert was. Was passiert denn da, wenn man jetzt solche Hotspots kennt? Also, wir sind jetzt im ersten Schritt und das ist schon ein großer Schritt. Im Übrigen auch möchte ich noch mal sagen, dass wir so weit sind, in der Politik einen Entschließungsantrag zu erleben und jetzt dieses Gesetz zu fordern, ist ein Meilenstein in der Suizidprävention seit 50 Jahren, wirklich. Und mit den Hotspots, die wir jetzt erfassen, das ist die erste Stufe, dass wir sagen können, diese gibt es, diese Areale. Ein häufiger Hotspot ist beispielsweise, wenn Bahngleise hinter psychiatrischen Kliniken langlaufen, kommt es zu einer Häufung. Es ist ja offensichtlich, dass das gesichert werden könnte. Und die nächste Maßnahme ist, wenn wir die erfasst haben, dass wir dann an die entsprechenden Verantwortlichen, das sind ja unterschiedliche, herantreten werden und Sicherungskonzepte vorschlagen werden und hoffentlich auch zu einer Umsetzung kommen und das auch monitoren. Das ist der Plan. Ist das dann eine Frage des Geldes? Die Gelddiskussion kommt ganz schnell auf, wenngleich wir die versuchen zu verhindern, weil dann kommt diese Diskussion, was ist es wert? Aber da sagt die Datenlage eindeutig, dass sich diese Sicherung immer lohnt. Also lohnt im monetären Sinne, aber sie lohnt sich ja viel mehr, um das Leid zu verhindern. Das ist ja das wichtigere Argument. Herr Lopetopol, Sie haben es auch angesprochen, niederschwellige Angebote. Nehmen Sie uns noch mal ein Stück mit. Also das, mir ist jetzt klar, die Telefonnummer könnte bundeseinheitlich sein für Menschen, die Hilfe suchen. An den Hotspots könnte man das machen. Was sind noch niederschwellige Angebote, dass Menschen
darüber nachdenken, ich tue es doch nicht. Naja, also die niedrigschwelligen Angebote greifen viel früher. Also nicht erst in der Akutsituation. Und da geht es tatsächlich darum, dass zu verhindern, dass die Werkzeuge, wenn ich das mal so sagen darf, vorenthalten werden. Das ist völlig klar. Aber niedrigschwellige Angebote setzen viel früher an, weil sich ein suizidales, wir sprechen ja auch von einem sogenannten präsuizidalen Syndrom, es baut sich sukzessive Schritt und Schritt auf, Todeswünsche artikulieren sich, dann gibt es Tunnelblicksituationen. Und niedrigschwellige Angebote setzen sehr viel früher an. Ob das die Telefonseelsorge ist, ob das der allgemeine soziale Dienst ist, eine Beratungsansätze, ob das muss ich ganz offen sagen, das interessiert mich natürlich als Sozialethiker mindestens genauso wie die Akutintervention, ob das beispielsweise die Schuldnerberatung ist, ob das Strategien gegen Einsamkeit sind. Das sind alles sehr, sehr niedrigschwellig ansetzende Handlungsformen, auch Institutionen, die gar nicht ein solches Todesbegehren oder Suizidbegehren aufbauen lassen. Und das gehört genau zu der Suizidpräventionsstrategie auch dazu, Peergroup-Beratung und dergleichen. Also insbesondere bei der dramatisch ansteigenden Zahl von Jugendlichen, die insbesondere nach der Corona-Situation ein ganz starkes Vereinsamkeitsgefühl entwickelt haben. Wir sehen das an den Zahlen. Ja. Da ist die Akutintervention ganz wichtig. Aber viel früher ist natürlich sind die anderen Präventionsstrategien. Ja. Das wäre, glaube ich, sicherlich im Blick zu nehmen. Wenn man Menschen helfen will, dann muss man natürlich wissen, wen spricht man an, wem muss man Angebote machen, wer hat dann einen Bedarf. Wir haben uns mal ein paar Zahlen zusammengetragen und ich muss sagen, die haben uns auch selbst überrascht. 10.119. So viele Menschen haben sich 2022 das Leben genommen. Selten wird darüber gesprochen. Dabei sterben durch Suizid über dreimal mehr Menschen als etwa im Verkehr. 12 Personen von 100.000 waren es vor 2 Jahren. In Sachsen ist diese Rate am höchsten mit 17,2, gefolgt von Sachsen-Anhalt mit 16,3. Zwar hat sich speziell in Sachsen die Suizidrate in den vergangenen 30 Jahren mehr als halbiert, doch seit 2020 steigen die Zahlen wieder leicht an. 75% der Selbsttötungen werden von Männern begangen. Mit zunehmendem Alter beenden Menschen deutlich häufiger ihr Leben selbst. Ja, und das war eine dieser Überraschungen. Man redet relativ oft über junge Menschen und die Statistik zeigt aber, dass es ältere Menschen sind vielfach. Darüber möchte ich ganz gern mit Ihnen sprechen, aber auch, Frau Lewitzka, warum Sachsen an der ersten Stelle ist und nicht jetzt gerade mal an der ersten Stelle, sondern permanent seit Jahrzehnten. 1840, also bis 1840 lässt sich das schon zurückverfolgen, dass Sachsen oder die damalige Region von Sachsen zu den Regionen mit der höchsten Suizidrate gehört. Und das ist wenig gut untersucht. Es gibt verschiedene Theorien, die reichen von der sozusagen kirchlichen Prägung der Bevölkerung östlich und westlich oder die reichen auch von den Ursprungs, sozusagen von den Menschen, die ursprünglich eingewandert sind, nämlich die sogenannten slawischen Bevölkerungsgruppen, die ein höheres Suizidrisiko aufweisen. Und ich habe noch eine ganz eigene Theorie, nämlich dass in den Gebieten das Lithium im Trinkwasser niedriger ist. Aber das ist sozusagen völlig, völlig hypothetisch. Das können wir gar nicht beweisen. Aber ich habe das auch gefunden, dass Sie auch dazu geforscht haben, ob das was mit dem Trinkwasser zu tun haben könnte. Da gibt es gute Untersuchungen, die auch mehrfach repliziert sind in vielen Ländern der Welt, die gezeigt haben, dass in den Arealen, wo dieses Lithium, was die meisten vermutlich aus der Technik kennen, in den Batterien, aber was in der Psychiatrie als Medikament verwendet wird, und in Spuren im Trinkwasser drin ist, in jedem Trinkwasser, was wir trinken, wenn dort der Lithiumgehalt im Trinkwasser niedriger ist, ist die Suizidrate höher und umgekehrt. Und das ist, wie gesagt, schon mehrfach gezeigt worden. Deswegen ist es ganz spannend. Auch hier versuchen wir, das für Sachsen gerade zu erheben. Aber es ist unfassbar kompliziert, diese Daten zu bekommen, weil da unterschiedliche Systeme dahinter stecken. Welche Rolle spielen familiäre Prägungen? Es gibt so diese Redewendung, das ist schon in der Familie vorgekommen. Kann man da irgendwas herauslesen? Also herauslesen kann man, dass es eine genetische Empfindlichkeit, so beschreibe ich das, gibt. Das heißt, wenn in der Familie, in der unmittelbaren leiblichen Verwandtschaft Menschen sind, die sich das Leben genommen haben, dann haben die Angehörigen vor allen Dingen ersten Grades auch ein höheres Risiko. Ich sage aber sofort, das sagt nichts über den Einzelfall aus. Das heißt, jemand,
ich kann einen Elternteil verloren haben und trotzdem kann ich 100 Jahre alt werden, aber das erhöht das Risiko und das ist wichtig, wenn wir beurteilen, wie hoch die Gefahr ist. Dann zählen wir diese Faktoren neben anderen, wie zum Beispiel psychosoziale Belastungen mit rein, um einzuschätzen, wie gefährdet ist diese Person jetzt gerade. Und es gibt noch andere biologische Faktoren, da passiert leider gar nicht so viel in der Forschung. Das hat man in den 80er Jahren sehr forciert, aber das Gehirn ist einfach wahnsinnig komplex. Aber es gibt Befunde, die reichen von dem Stresshormonsystem über die Schilddrüse, über Vitamin D, das Immunsystem, wo einzelne Punkte dafür sprechen, dass das in der Entstehung von Suizidalität mit dabei ist. Mhm. Und man kann das eigentlich auch noch erweitern, weil der mentale Stress, der durch einen Suizid in der Familie aufkommt, extrem hoch ist auf der einen Seite. Und auch in meiner jetzigen Tätigkeit sehe ich sehr oft, dass wenn jetzt ein Elternteil sich das Leben genommen hat und 10 Jahre später auf ein Kind ganz große Probleme zukommen, dann hat das Elternteil einen Ausweg geboten, der dann oftmals vom Kind genommen wird. Oder wenn der älteste Bruder sich das Leben nimmt, dann ist es schon häufig auch so, dass der jüngste Bruder in einer ähnlichen Situation dann eben auch diesen Schritt geht. Lernen am Modell, nennen wir das. Und jetzt besprechen wir genau das, warum es so wichtig ist, dass wir mit dieser Suizidprävention mehr in die Öffentlichkeit gehen. Auch das, was der Professor gerade angesprochen hat. Wir müssen es aus diesem Tabuthema rausholen und wir müssen darüber reden. Wenn ein Suizid stattgefunden hat, muss darüber gesprochen werden. In der Familie muss therapiert werden, da muss unterstützt werden, damit es sich nicht weiterentwickelt, damit es nicht ein zweites Mal passiert. Dann gehe ich halt auch diesen Weg, so nach dem Motto, interessiert ja hier keinen. Ich denke, es muss interessieren, es muss ein Thema in unserer Gesellschaft werden. Deswegen war das mir so ein Anliegen, als ich in den Bundestag kam, dieses Thema zu platzieren. Herr Professor Lupp-Hüttepohl, wir müssen über die Männer sprechen. Das ist ja schon ein auffälliger Befund. 75% sind Männer, unter denen die Suizid begehen. Welche Erklärung haben Sie dafür? Das sind auch mit zunehmendem Alter dann, also nimmt das auch noch zu, ne? Also das, was ich als Ethiker, ich bin kein Mediziner und kein Sozialmediziner, lerne und erfahren habe, auch in den Anhörungen, die wir im Deutschen Ethikrat dazu gemacht haben, liegt es natürlich auch etwas an Geschlechterrollen, die beispielsweise noch verankert sind bei einer männlichen Kohorte, die etwa 60, 65, 70 ist, die eine ganz besondere Wertschätzung über ihre Erwerbstätigkeit erfahren. Beinahe die Zentrale. Und wir haben ein höheres Risiko in das Hineingleiten der Posterwerbsphase. Und da entstehen Lehren, da entfallen viele Bindungen der Arbeit. Und offensichtlich ist bei Frauen dieser Bruch oder dieser Übergang in die Posterwerbsphase nicht so stark gewichtet, weil sie noch ganz andere Verbindlichkeiten haben, zur Familie, zu Freundschaften und dergleichen, dass sie ganz andere Bewältigungsstrategien haben. Das hören wir zumindest und haben das in den Anhörungen auch erfahren. Da gibt es sicherlich noch sehr viel Forschungsbedarf, aber es wäre zumindest ein Erklärungsmuster, weshalb dann insbesondere ältere Männer in dieser Phase besonders gefährdet sind. Und das ist ja dann das, was Sie auch geschildert haben. Die ist die selektive Prävention. Also man schaut auf besonders gefährdete Personengruppen und es ist ja nie ein monokausales sondern immer ein multifaktorelles Ereignis. Und wenn sich dann unterschiedliche Faktoren zusammenfügen, dann kann man auch genau gucken, ist vielleicht diese Person, also die spezielle indizierte Prävention angezeigt. Das heißt also eine Person, wo sehr viele Risikofaktoren sich vereinigen, dass man die besonders im Blick behält und besonders ganz am Anfang auch sensibel ist für sich artikulierende Todeswünsche und das gerade nicht tabuisiert, wegwischt und sagt, ach, es geht wieder, sondern ernst nimmt sozusagen. Also gerade das Nicht-Sprechen ist Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Aber das ist auch, das ist auch genau der Punkt. Ich glaube, man kann es viel einfacher machen, warum es zwischen Männern und Frauen so der Unterschied gibt. So ganz salopp gesagt, Frauen quatschen mehr. sie reden untereinander, sie öffnen sich, sie sind emotionaler, sie reden über ihre Emotionen. Das machen Männer nicht. Ja, und das machen sozusagen die jungen Männer heutzutage, beginnen damit. Aber auch die haben es nach wie vor noch schwer. Männer verschließen sich und je älter sie werden, umso verschlossener sind sie letztendlich. Wobei ich nochmal nachfragen muss, Frau Lewitzka, Sie hatten vorhin gesagt,
bei den Männern, das sind die erfolgten Suizide. Sie hatten vorhin gesagt, eine 10-fach höhere Versuchsrate gibt es. Und sind das dann auch, ist das auch so klar, dass das die Männer sind? Nein, tatsächlich ist die Suizidversuchsrate bei den eher jüngeren Frauen, da geht die Kurve so. Also mehr junge Frauen versuchen, sich das Leben zu nehmen. Und wenn wir die Männer betrachten, mehr, je älter sie werden, je mehr Männer nehmen sich das Leben. Die Kurven gehen sozusagen übereinander. Es hat auch was mit der Wahl der Methode zu tun, da Männer tendenziell die sogenannten härteren Methoden verwenden, während Frauen eher weichere Methoden verwenden. Das spielt eine Rolle. Und interessant ist, was du gesagt hast, diese Ansprechbarkeit von Männern, die sehen wir auch jetzt noch in der jüngeren Generation. Es gibt ja Primärprävention, also wir richten uns an gesunde Jugendliche. Und wir sehen, dass unsere Präventionsmaßnahme auch da schon Mädchen, junge Frauen besser anspricht als Jungs und junge Männer. Das heißt, schon früh, obwohl ja jetzt die Generation schon anders sozialisiert wird, scheint es einen Unterschied zu geben, auch in der Art, wie die ansprechen auf Prävention. Ja. Linda Göb und Katrin Estl sind bei uns. Zwei Frauen, die ihre Söhne durch Suizid verloren haben. Schönen guten Abend. Und wir haben das gerade gehört. Sie haben ein ähnliches Schicksal erlebt, aber doch sehr, sehr unterschiedlich. Frau Estl, ich sage es mal salopp, es hat Sie aus dem Nichts getroffen. Ja. Sie hatten es gab keine Anzeichen, oder? Nein. Also unser Sohn stand mitten im Leben. Also ich würde mal sagen, ich als Mutter hatte das Gefühl, es ging ihm gut. Er war im zweiten Semester, hat sein Wunschstudium studiert und hatte viele Pläne, sowohl für den nächsten Tag, für den übernächsten Tag, für den überübernächsten Tag, als auch im Sommer einen großen Fahrradurlaub machen, und hatte sich ein Fahrrad gekauft für diese Tour. Und ja, und wir haben den Abend, seinen letzten Abend bei uns zu Hause, noch einen Kuchen zusammengebacken, haben viel Spaß gehabt. Wir haben zwei gebacken, weil der erste nicht gelungen war, und haben viel rumgealbert, weil letzten Endes die Mama Schuld hatte und keine Ahnung. Ja, und dann ist er mit diesem Kuchen zu einer Geburtstagsparty gegangen und ist nicht wiedergekommen. Ja, das war. Und als die Polizei Freitag war die Party, und am Sonntagmittag stand die Polizei bei uns vor der Tür. Ich habe das auch gar nicht begriffen. Man hat das im Fernsehen immer schon gesehen. Also niemals, niemals dran gedacht, niemals. Und ja, was einem als erstes durch den Kopf geht, als er dann so, ja, wir müssen reden. Ich dann, oh Gott, was ist mit Hauke? Er ist viel Fahrrad gefahren, er war auch da mit dem Fahrrad unterwegs. Nee, war er gerade nicht, aber irgendwie hatte ich das trotzdem gedacht. Da hatte ich immer Angst, dass er einen Unfall hatte, ne? Nein, ja. Und das konnte man nicht glauben. Mhm. Also das war, wenn ich daran zurückdenke, also das kann man sich gar nicht vorstellen, also wie das einen den Boden unter den Füßen zurückfuhr. Also die Welt bleibt stehen, man ist fassungslos, oder ich war völlig fassungslos, und man konnte das nicht glauben. Nein. Frau, bei Ihnen was völlig anders. Also Sie haben sich mit Ihrem Sohn auseinandergesetzt, weil er schon mal Andeutung gemacht hatte. Er hatte einen ersten Versuch hinter sich. Also ich habe mein einziges Kind verloren, meinen Sohn, der war 17. Das ist jetzt knapp 2,5 Jahre her. Und er war sehr introvertiert, sehr in sich gekehrt, sehr ruhig, hatte ganz starke Minderwertigkeitskomplexe. Und es gab dann einen Umbruch in seinem Leben. Der Umzug nach Dresden, eine Lehre stand an. Und dann ging das eigentlich relativ schnell. Er hat in Andeutung gemacht, und Sie haben ihn tatsächlich dazu bekommen, dass er sagt, ja, ich habe da so einen Versuch schon hinter mir. Was haben Sie dann gemacht? Sie sind nicht ruhig sitzen geblieben. Sie sind, glaube ich, sehr aktiv dann geworden gleich, ne? Also er hat nicht die Andeutung gemacht. Ich habe es irgendwie gefühlt an dem Abend, als er bei mir zu Besuch war, dass da irgendwas nicht stimmt. Er war noch introvertierter als sonst und habe es dann quasi aus ihm rausgekitzelt. Und dann stand ich erstmal ziemlich unter Schock. Wie reagiert man auf sowas? Also
ich dachte dann wirklich, jetzt musst du irgendwie einen kühlen Kopf bewahren und jetzt bloß nicht überreagieren. Man will ihn ja auch nicht, der war 16 da, dass er irgendwie sich von der Mutter in die Ecke gedrängt fühlt, wo er dann gar nicht mehr redet. Das ist ja auch ein schwieriges Alter. Und dann bin ich einen Tag später zu ihm in die Wohnung gefahren und habe gesagt, komm, pack deine Tasche, pack ein paar Wechselklamotten ein, alles, was du denkst, ich bringe dich jetzt in die Klinik, weil ich hier und heute jetzt nicht mehr weiß, was ich mit dir machen soll, wie ich dir jetzt helfen kann. Und das war, glaube ich, das letzte Mal in seinem Leben, dass er tatsächlich Hoffnung hatte, dass man ihm helfen kann. Sie sind in die Klinik. Ja. Er wurde dann dort auch aufgenommen, behandelt und trotzdem ist es dann später passiert. Das, was Sie verhindern wollten, wie war das für Sie? Haben Sie darüber nachgedacht, was hätte ich noch tun können? Ich meine, Sie sind sehr aktiv geworden. Sie haben es ja nicht ruhen lassen. Was hätte ich noch tun können, frage ich mich bis heute. Also ich glaube, das wird man als Mutter wahrscheinlich auch niemals los. Mhm. Dass immer diese große Frage, habe ich was überhört? Mhm. Habe ich was übersehen? Habe ich zu wenig gemacht? Wo hätte ich eingreifen können? Hätte ich eher eingreifen können? Also ich glaube, das wird man wahrscheinlich nie los. Und da ist immer so eine ganz große Wolke, die über einem mitschwebt mit dem Thema Schuld. Schuld. Und ich glaube, auch das werden mir ganz viele bestätigen können, dass man das nie so ganz los wird. Ja. Ja, und ich würde nicht mal sagen, dass man ihm in der Klinik wirklich geholfen hat. Es war... Ich wage mich jetzt sehr aus dem Fenster, aber es war mehr verwahren als behandeln. Es war sehr schwierig. Und ich glaube, danach, als er entlassen wurde, habe ich das unendliche Glück gehabt, eine Anschlusstherapie für ihn zu bekommen. Mir ging es übrigens ähnlich wie dir, Mario. Ich habe unendlich viele Therapeuten angeschrieben. Also ich kann sie nicht zählen. Ans Telefon bekommt man ja sowieso nie irgendjemanden. Es geht alles über E-Mail. Und wahrscheinlich, wie bei dir, 90% unbeantwortet, wenige Prozente, die mir geantwortet haben, wir sind nicht für unter 18-Jährige zuständig. Also es war unheimlich schwer. Und es hat sich genau eine einzige Dame gemeldet und bei der sind wir dann geblieben, also er. Hat in der ganzen Zeit jemand mal danach gefragt, wie es Ihnen geht? Hat Ihnen irgendjemand Hilfe angeboten? Ich meine, das ist ja kein normaler Zustand, sondern das ist ja auch eine enorme Sorge. Man fühlt sich ein bisschen wie eine Co-Abhängige von einem Alkoholiker. Also gerade wenn mein Sohn war depressiv, schwer depressiv, und es zieht einen mit runter. Also es ist tatsächlich so, das belastet die komplette Familie. Es wirft Streitthemen auf. Viele sehen Sachen anders, als ich sie gesehen habe. Mhm. Das hat schon ein großes Zerwürfnis auch in die Familie gebracht. Und ob mir jemand geholfen hat, ja, also mein Vater und meine Schwester waren viel für mich da, aber von außen stehend nein. Und die Frage hat sich für mich aber auch gar nicht gestellt, weil ich in so einem Hamsterrad war. In die Klinik, Therapeuten suchen, Arztgespräche. Ich gehe Vollzeit arbeiten. Also es hat sich für mich auch gar nicht die Frage gestellt, ob ich Hilfe benötige. Wichtig war, dass mein Sohn Hilfe bekommt. Mhm. Herr Dieringer, ich hatte vorhin gesagt, auch Sie haben ja etwas Ähnliches erlebt. Sie haben einen Lebenspartner gehabt, der sehr depressiv war. Und Sie sind mit ihm, also Sie haben ihn begleitet. Der hat, glaube ich, Medikamente bekommen und. Und er wollte dann diese Medikamente nicht mehr nehmen, ne? Genau. Also er hatte eine familiäre Disposition tatsächlich. Also schon von den Großeltern her, die Mutter, er auch schwerst depressiv. Und auch manchmal so manisch depressiv, hat Medikamente genommen. Damit war tatsächlich alles gut. Ich beschreibe das auch immer so, dass wir in dieser Zeit unser glücklichstes gemeinsames Leben hatten, weil er einfach ganz normal war und wir ganz viel Spaß hatten. Und er hat ohne Not einfach so dreimal hintereinander seine Medikamente von jetzt auf gleich abgesetzt mit der Begründung, er hat einfach keine Lust, bis zum Ende seiner Tage Medikamente zu nehmen, obwohl er keine Nebenwirkungen oder sowas hatte.
Und das führte dann letztendlich dazu, dass ich so eine große Angst hatte, dass wenn ich abends nach Hause komme, ihn tot in der Wohnung finden werde. Ich an Ostern 2016 gesagt habe, also entweder du gehst in die Klinik, du machst den Schritt, den ich auch gegangen bin, oder wir trennen uns, weil ich kann so nicht mehr leben. Und es kam zu einem großen Streit auch deshalb. Und ich hatte ohnehin auch eine Fahrt nach Berlin geplant und bin dann nach Berlin gefahren. Und er hat sich dann in derselben Nacht das Leben genommen. Jetzt waren Sie nicht da. Ich war nicht da, ja. Ich nehme, ohne dem vorgreifen zu wollen, aber ich gehe mal davon aus, dass das Thema Schuld für Sie ein richtig großes Thema danach war. Das war ein Riesenthema. Also ich sage auch ganz ehrlich, hätte ich die Todesnachricht nicht am Arbeitsplatz erhalten, sondern in meinem stillen Kämmerchen abends um 10, dann wäre ich heute auch nicht mehr am Leben, weil ich mir in der nächsten Minute das Leben genommen hätte. Weil ich dachte, wir haben uns gestritten, ich wollte mich trennen. Und deshalb war Schuld ein ganz großes Thema. Bis mir irgendwann mal jemand sagte, Mario, es geht gar nicht um Schuld, es geht um Verantwortung. Und tatsächlich, um das geht es auch. Es geht nur um Verantwortung. Es geht nicht um Schuld. Ich bin nicht verantwortlich dafür, dass es eine Disposition gab. Ich bin nicht für sein Verhalten verantwortlich, dass er die Medikamente abgesetzt hat. Und ich bin nicht dafür verantwortlich, dass er auch sämtliche Therapien ausgeschlagen hat. Und ich habe ihm sozusagen, oder ich habe versucht, aus meiner Kenntnis heraus eben alles zu tun, bis es eben nicht mehr ging. Und ich habe natürlich auch ein Recht auf mein Leben. Und das sage ich auch immer wieder den Angehörigen, wenn ihr, Schuld ist ein moralischer Begriff. Und es geht hier nicht um Moral oder sowas. Es geht tatsächlich um Verantwortung. Und wenn man die Fakten sich anschaut und wenn man Depressionen und den Suizid als letztes Symptom diverser mentaler Erkrankungen betrachtet, dann kann es nicht um Schuld gehen, sondern dann ist es eine Krankheit, die letzte Karte ausgespielt hat. Wir reden hier immer auch über das Schweigen, über das Verschweigen. Wie ist das dann bei Ihnen gewesen? Wir haben Freunde, wir haben Nachbarn dann reagiert. Sind die auf Sie zugekommen? Haben die mit Ihnen darüber gesprochen? Ja, in sehr starkem Maße sogar. Also ich muss auch mal sagen, sowohl als meine Familie, als auch meine Freunde oder unsere Freunde, die waren wirklich super. Also die haben uns auch, oder für mich ins Leben zurückgeholt. Mhm. Ich meine so mich. Und Bei Ihnen ist das nicht so gewesen, ne? Deswegen frage ich, dieses darüber sprechen, dass jemand auf einen zukommt, dass man auch über den spricht, der nicht mehr da ist. Das haben Sie so nicht erlebt? Das hat mich ziemlich lange sehr einsam gemacht. Und ja, es wurde im Freundeskreis sehr außen vor gelassen, sehr. Also mein Freundeskreis hat sich ganz drastisch reduziert, ganz drastisch. Der engste Familienkreis war für mich da. Aber selbst, wie gesagt, ohne da näher drauf einzugehen, aber selbst im familiären Kreis gab es Abspaltungen. Aber im engsten Freundeskreis, Arbeitgeber, es ist schon tatsächlich ein Tabuthema, wo die Leute nicht mal den Mut hatten oder den Anstand hatten, das Beileid auszusprechen. Also ich weiß nicht, ob das unter anderen Umständen anders gewesen wäre. Ich höre Ihnen jetzt ganz erschüttert zu und frage mich trotzdem, ob viele vielleicht hier im Raum oder die uns zusehen, nicht vielleicht auch zu den Vermeidern gehören würden. Also man spricht es nicht an, weil man Angst hat, oder ich spreche es nicht an, weil ich Angst habe, eine Wunde aufzureißen, erneuten Schmerz zuzufügen. Aber das ist offensichtlich genau das Falsche. Ja, definitiv. Weil ich tatsächlich zurückfrage,
Würden Sie denn genauso reagieren, wenn ich Ihnen erzählt hätte, dass mein Sohn durch einen Autounfall gestorben wäre? Wären Sie dann auch der Vermeider? Mhm. Also es ist wirklich sehr schwierig. Und ich habe mich oft sehr einsam gefühlt und habe wirklich gedacht, wo sind denn jetzt die guten Freunde, die einfach mal mit der Flasche Wein vor der Tür stehen oder einfach sagen, komm, wir gehen ein Stück spazieren, wir müssen nicht reden. Also wenn das sind solche Dinge, hätten Ihnen geholfen? Einfach, dass jemand da ist, dass jemand mir signalisiert, wir können drüber reden, wenn du reden willst, wir müssen nicht drüber reden, ich bin einfach da. Lass uns einen Film gucken, lass uns eine Runde spazieren gehen. Das hat wirklich gefehlt. Also es gab diese Leute, aber das war sehr gering. Mhm. Vielen Dank. Herr Lobhütepohl, ich kann es mir jetzt einfach machen und sagen, Sie sind der Theologe und ich gebe der Kirche die Schuld daran, weil die Kirche hat in der langen Geschichte immer gesagt, ja, wer selbst Hand an sich legt, der darf nicht auf den Friedhof bestattet werden. Das war ein Tabu, das wurde stigmatisiert und das hat sich auf uns vererbt. Ist es so oder haben Sie eine andere Erklärung? Warum schweigen wir so über dieses Thema? Also erstens hat sich das jetzt nicht vererbt und zweitens haben auch Kirchen, haben Religionsgemeinschaften da schwere Schuld auf sich geladen über die Pönalisierung. Was ist das? Pönalisierung heißt Bestrafung. Nicht? Dass Menschen sich gegen sich selber, gegen die anderen, Familie und gegen Gott versündigen, wenn sie Hand an sich selbst legen. Und deshalb kam es dazu, dass man sie stigmatisierte und dann eben auch Angehörige stigmatisierte. Nicht? Paul Valéry hat mal gesagt, Selbstmord, Selbsttötung ist immer die Abwesenheit der anderen. Und das ist natürlich ein unglaublicher Schuldvorwurf auf diejenigen, nicht, an die Sie haben es eben, Entschuldigung, wunderbar beschrieben, diese Dynamik sozusagen. Und das ist ein großes Problem, wo auch, wie gesagt, kirchliche Kontexte sich eher verschuldet haben. Sie waren verantwortlich dafür, dass dieses Klima entstand, dass das also tabuisiert wird. Allerdings hat sich da auch einiges fairerweise auch getan, dass natürlich auch in den Einrichtungen der Diakonie, der Caritas und in vielen anderen Kontexten darüber so Schritt für Schritt geredet wird, dass man also sehr frühzeitig das nicht verharmlost. Mhm. Es gab noch in der Ausbildung noch vor einigen Jahrzehnten, man darf das gar nicht ansprechen, dann bringt man sie auf schlechte Gedanken. Und das Gegenteil ist eigentlich das Richtige. Also das heißt, es muss sukzessive, also Schritt für Schritt sich verändern, herauszuholen aus der Tabuzone, heraus aus so Schuldzuweisungen, die mit einem suizidalen Begehren immer verbunden sind. Wobei ich fragen muss, Frau Lewitz, es gibt diesen, ich hatte es vorhin ganz am Beginn der Sendung gesagt, es gibt diesen Begriff des Werther-Effekts, also dieser Nachahmer-Effekt, der ist ja nicht von der Hand zu weisen, der existiert ja wirklich. Das ist ja auch das, weswegen wir als Medien ganz, ganz vorsichtig sind, weil wir sagen, wir berichten nicht über die Orte, wir berichten nicht über die Fälle, weil wir keine Nachahmer aufmerksam machen wollen. Also da ist ja was dran. Also die Sorge ist nicht unberechtigt. Naja, in dem Kontext der Medienberichterstattung, da ist da etwas dran, da sollte man vorsichtig sein, genau wie Sie das beschrieben haben gerade. Es gibt auf der anderen Seite übrigens den Papageno-Effekt, das heißt, Medien hätten sogar einen positiven Einfluss, wenn sie darüber berichten, wie Menschen in suizidalen Krisen diese überwinden und was ihnen geholfen hat, können sie einen positiven Einfluss auf die Suizidrate nehmen. Aber was Herr Lobhütepohl meint, ist ja dieses Ansprechen in einem kleineren Kontext, in einem Setting, wo vielleicht schon Vertrautheit da ist. Und dass ich dann fragen kann, du, ich mache mir Sorgen, wie geht es dir? Hast du denn Gedanken, dass dein Leben keinen Sinn mehr hat? Das induziert nicht die Gedanken, im Gegenteil, die sind schon vorher da. Und mir begegnet immer wieder, dass dann in der Regel eine Entlastung kommt, weil endlich traut sich mal jemand, das anzusprechen und hat keine Angst und läuft davon oder verschweigt es einfach nur. Da induziere ich nichts. Also in den Medien muss ich aufpassen und ich muss auch bei bestimmten Präventionsmaßnahmen aufpassen. Da ist es eher wieder der Jugendbereich, wo die Prävention gut gemacht werden muss, weil da kann es auch so eine Ansteckungseffekte geben. Aber bei allen anderen, und wichtig ist mir zu sagen, das darf der Laie tun. Ich darf als Laie mit keiner Ausbildung auch einen anderen Menschen daraufhin ansprechen und muss nicht Angst haben,
dass da um Gottes Willen gleich was Schlimmes passiert und dass um Gottes Willen von mir erwartet wird, dass ich sofort alles löse, sondern das, was gesagt wurde, Frau Göb, das Dasein, ich bin da und ich mache mir Sorgen, das kann ich transportieren an jeder Stelle und damit ist schon ganz viel getan. Das ist mir ist ganz wichtig, Herr Dieringer, da komme ich auf Sie, Sie haben eine Internetseite und da findet man was ganz Interessantes, nämlich die Frage, die wir jetzt ja gerade aufwerfen, wie spreche ich jemanden an, dem es nicht gut geht, von dem ich vermute, dass der vielleicht auch solche Gedanken haben könnte, welche Fragen stelle ich und sowas. Und da geben Sie auf Ihrer Internetseite sehr, sehr konkret Antworten. Geben Sie uns mal ein paar Beispiele, bitte. Also es geht immer auch darum, etwas tatsächlich beim Namen zu nennen. Alle Karten auf den Tisch, ja, direkt nachfragen. Hast du Suizidgedanken? Ja, oder hast du schon mal versucht? Ja? Und sich auch nicht letztendlich abwimmeln lassen. Ja? Und auch keine Ratschläge geben mit, jetzt gehen wir mal ein Bier trinken oder wir machen eine lustige Party oder das ist nur eine Phase. Das ist es nicht. Den Menschen muss klar sein, wenn sich jemand öffnet, diesen vorletzten Schritt macht und sagt, hey du, ich habe echt scheiß Gedanken, dann müssen alle Alarmglocken klingeln. Ja? Und dann muss man diesen Menschen auch ernst nehmen. Die Schwierigkeit ist eben, dass ganz, ganz viele Menschen einfach Angst haben. Sie denken immer, was ist, wenn ich jetzt was Falsches sage? Wenn ich aber aktive Hilfe anbiete, dann kann ich nichts falsch machen. Und wenn mir der Gegenüber erzählt, ich habe keine Kraft mehr und mir zum 30. Mal dieselbe Story über das Liebesaus oder was auch immer erzählt, dann muss ich einfach auch irgendwann sagen, weißt du, ich gehe jetzt hin und ich suche mit dir zusammen Therapeuten. Ich übernehme das für dich. Ich schicke diese 80 E-Mails raus. Und das ist immer ganz wichtig. Ich bin auf einen Satz gestoßen, da will ich unbedingt nachfragen. Sie haben dort auf der Seite stehen, vermeide Versprechen von Geheimhaltung. Ja. Und das interessiert mich. Was meinen Sie damit? Also, es gibt natürlich klassische Situationen. Zwei Teenager unterhalten sich zusammen und sagen, sag bloß nichts der Mama. Ja. Und ich stelle es in meiner heutigen Tätigkeit auch sehr oft fest, ja, dann passiert der Suizid von den Jugendlichen. Die Eltern, wirklich, das passiert von jetzt auf gleich, ja, die sind total überrascht. Aber die besten Freunde sind oftmals nicht überrascht, weil sie das wussten. Ja, weil es schon oft Gespräche darüber gab. Aber eben der Ehrenkodex sagt bloß nichts der Mama. Und deshalb dieses Versprechen abzugeben, ist wirklich fahrlässig. Weil man diesem Menschen damit keine Hilfe bietet. Weil die Dynamik eines Suizides, das kann ganz schnell gehen. Ja? Und die Leute wissen einfach nicht, dass auch wenn die depressive Krise ganz stark ist, ja, dass man sie trotzdem da noch rausholen kann. Ja? Aber wenn man sich selbst überlässt, ja, und Schokolade isst und Bier trinkt, ja, und vielleicht sogar noch ein paar Joints hinterher reinzieht, weil es einem dann leichter ums Herz ist, dann wird es ganz dramatisch. Aber das muss man den Menschen beibringen. Ja, ja. Also dieses, dass du es nicht geheim hältst, ist auch etwas, was wir in unserer Prävention machen, weil das haben wir auch festgestellt. Die erkennen schon ziemlich gut, dass es meinen Mitschülern nicht gut geht, aber sie würden es nicht weitersagen, sie würden es geheim halten. Und was noch die zweite wichtige Erkenntnis ist, sie wissen selber noch nicht gut genug, wo es Hilfe gibt. Und an wen kann ich mich denn wenden? Und da kommen wir zum Thema Schule, die Bedeutung von Schulsozialarbeitern, die Bedeutung von Schulpsychologen, wenn wir jetzt beim Jugendbereich sind. Also all das kann man stärken und kann man auch Prävention machen. Das muss nur gefördert werden, da sind wir wieder beim Gesetz. Und es gibt noch eine Sache, die mir auch sehr oft auffällt. Also mittlerweile coache ich immer wieder Menschen, die sehr suizidal sind. Ja, also ich hatte wirklich auch schon jemanden, der saß auf dem Hochhaus mit dem Handy in der Hand, ja, und rief mich an. Und was ich ganz oft höre, ist, dass diese Betroffenen extrem dankbar sind, mit mir sprechen zu können, obwohl ich gar kein Psychologe bin. Aber aufgrund der Tatsache, dass ich auf der einen Seite selbst einen Suizid überstanden habe und auf der anderen Seite Hinterbliebener bin,
plus meiner jetzigen Tätigkeit und diesen vielen hundert Gesprächen, die ich mit Menschen hatte, ebenfalls von beiden Seiten, sie fühlen sich ernst genommen. Und ich hatte damals in meiner Therapie auch ganz oft das Gefühl mit dem Therapeuten, wenn er sagt, ja, Herr Dieringer, ich weiß, wovon Sie sprechen, dann hätte ich den am liebsten angeschrien und er hat gesagt, du weißt gar nichts. Ja? Du weißt nicht, wie ich mich fühle. Und da kann ich, und das ist sozusagen ein bisschen das Problem, wenn man bei der Telefonseelsorge oder sowas landet, dass man mir auch ganz oft erzählt, die verstehen mich da nicht. Sie hören, die Abschlussmusik kommt. Wir sind am Ende der Sendung. Ich hatte noch ganz viele Fragen. Wie sind Sie in den Zustand gekommen, in dem Sie heute sind? Was machen Sie? Wir haben in der Zwischenzeit mal eingeblendet, Trees of Memory. Da kann man vielleicht noch mal nachschlagen. Aber die Sendezeit ist um. Ich persönlich habe auf dieser Internetseite von Ihnen, aber auch bei der Vorbereitung der Sendung, ganz, ganz viele Anregungen gefunden, ja, was ich anders machen kann, was ich vielleicht anders machen sollte. Das Gespräch heute, das hat hoffentlich bei Ihnen, liebe Zuschauer, auch was Ähnliches ausgelöst, damit wir eben nicht weiter schweigen und einfach wegschauen. Ich danke allen meinen Gesprächspartnern und ich wünsche Ihnen, liebe Zuschauer, einen guten Abend aus Dresden.